Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus mit einem neuen Rainbow Six Siege Video. Heute gibt es wieder locker Solo von mir zu sehen. Und zwar Bombe im Turm. Ja, mal gucken, wie es hier läuft. Ich habe jetzt im Spiel nochmal die Ingame, die Musik nochmal komplett ausgemacht, damit man da die Gegner noch besser hören kann. Mal schauen, wie es läuft. So, was haben wir denn dabei? IQ und Blitz und... Okay, dann kann ich jetzt eigentlich... Na, hier ist auch ganz gut, wenn man noch einen Thermite dabei hat. Wenn sie sich da im Turm einbunkern, kann ich da vielleicht nochmal die ein oder andere Wand wegmachen. Oh ne, Montagne hat er noch gewechselt. Blitz, zwei Schild dabei. IQ nicht mehr. Dafür noch Montagne und Blitz. Zwei mit Schild, die gehen dann vor vielleicht. Halten wir uns mal danach. Schauen wir mal, wie es läuft heute. Wenn euch das Video gefallen sollte, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Warum wurde ich denn da eben gerade wieder nach oben geschoben? Komisch. Ich höre nichts. Mal kurz verstehen bleiben, ob die hier schon bauen. Hier unten sind sie. Oder sind die dann über mir? Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Nee, die sind hier. Weil hier alles, das so kaputt ist alles. Was macht ihr denn? 10 Sekunden bis Einsatz. Okay, vielleicht gehört es ja auch so. Einsatz in 5 Sekunden. Entschärfer wurde erneut gesichert. Okay, naja, ich lass die Drohne mal da stehen. Dann gehen wir hier runter. Hört auf zu schießen. Also, das war ganz unten, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Kurz mal umdrehen, checken. Jo. Ich glaube schon. Da ist eine Montagne. Ich gehe mal in die Richtung, um da zu unterstützen. Wie gesagt, Ranked Gameplay gibt es ja immer im Stream zu sehen. Noch ist es aber nicht besonders spannend. Ja, wir sind halt noch Anfänger. Aber wenn ihr da zuschauen wollt, schaut gerne mal rein. Und ja, sollte ich vielleicht die ein oder andere gute Ranked-Runde, spannende Ranked-Runde da im Stream mal haben, werde ich die sicherlich auch mal auf YouTube dann importieren oder exportieren sozusagen. Bombenentschärfung eingeleitet. Er hat die Bombe da schon gelegt. Abstand halten. Ich sprenge hier nochmal die Wand. Damit man hier das Ding vielleicht mal ein bisschen beschützen kann. Und da werde ich von hinten. Da kommt einer von hinten. Ja, die habe ich jetzt bei den ganzen Krachen nicht gehört, aber wahrscheinlich hat sie auch den Schleichmodus angehabt. Dann hört man sie ja sowieso nicht. Nur noch einer vom eigenen Trupp. Die hat aber, glaube ich, alle weggeboxt, oder? Naja, sie müssen noch entschärfen. Sie entschärfen nicht. Na, jetzt kommt einer. Könnte aber von der Zeit her viel zu knapp sein, oder? Wir haben gewonnen, ja. Die Entschärfung kam zu spät. Da hat er den Kasten noch gefunden. Aber die Zeit war schon so runtergelaufen, dass sie es nicht geschafft haben. Sehr schön. Unser ganzes Team leider gestorben. Aber auch so kann man Runden gewinnen. Das sage ich ja. Sag ich immer so. Okay. Was nehmen wir denn jetzt mal hier? Ich kann nochmal die Frost nehmen eigentlich. Spiele ich im Moment viel. Finde sie aber gar nicht so schlimm. Warum nehmen sie jetzt den Rekruten zu zweit, ey? Aber guck mal, die spielen noch zusammen. Die haben ja den gleichen Namen unten. Eben waren sie die beiden mit Schild. Jetzt spielen sie beide Rekrut. Was das immer soll. Die Bomben schützen. Naja. Soll jeder machen, wie er will. Okay, sowas. Ich mach die Wand hier nochmal zu. Die Wände zwischen den Bomben können wir ja, wenn es geht, ein bisschen offen lassen. Bombe gefunden haben sie. Einmal nochmal offensichtlich, wie im letzten Frost-Video, offensichtlich in den Raum setzen. Rechnet keiner mit. Alle aus der Hüfte. Treffen die Waffen eigentlich echt wenig, ne? Wenig bis gar nicht. Noch 5 Sekunden. Falls da einer über den Tresen springt. Bombe vom Gegner entdeckt. Stacheldraht eingesetzt. Bombe hatten sie ja schon vorher entdeckt. Taten sind mehr wert als Worte.
Jetzt können Sie kommen. Platz da. Hier die Wand können Sie natürlich wegsprengen. Hat keiner verstärkt. Haben die überhaupt welche Wände verstärkt? Na, das geht. Ich versuche erstmal zu warten, wo die Gegner herkommen. Nichts riskieren hier. Wir haben zwei Rekruten dabei. Muss ich nicht auch noch so ein Mist bauen. Da haben sie ein Loch gemacht, das ist gut. Kann ich sogar von hier aus durchschießen. Natürlich ätzend, wenn sie jetzt hier die Wand sprengen, aber das machen sie wahrscheinlich dann so mittig oder so. Oh, kann man nur hoffen. Noch hört man nichts. Leben noch alle? Wurde noch nichts geschossen? Hier zum Fenster kann ich, na, geht so, hingucken. Noch ein Schild hingestellt. Hat er gerade auf mich geschossen? Das waren noch Schüsse von unseren Leuten da. Und die kommen aus dem vom Dropper. Oder haben ihn zumindest aufgemacht. Einen habe ich. Aufpassen, falls noch jemand kommt. Jetzt wurde ich entdeckt. Seite wechseln. Ja, dem genau da, wo ich war, gesprengt. Hab ihn noch. Headshot. Aber hier sind zwei, glaube ich. Jawohl. War nochmal wenigstens drei Abschüsse von mir wenigstens hier. So. Oben einen erwischt. Dann noch da den Headshot verpasst. Ja, gut, dass ich nochmal weggegangen bin. Sobald man sie sieht, du wurdest entdeckt, raus aus der Ecke. Weil genau da wurde die Wand gesprengt. Und das ist natürlich böse dann. So, nächste Runde. Wem wechseln die jetzt wieder? Soll ich nochmal Thermite mitnehmen? Ist eigentlich, ich mag den eigentlich ganz gerne. Ich spiele den sehr häufig. Na, okay, dann nicht. Dann nicht? Dann nehme ich eben Sledge. So, jetzt haben wir wenigstens keinen Rekruten dabei. Wäre das schon wieder so ein schneller 3-0 Durchmarsch? Jetzt hat ja einer in den Kommentaren geschrieben, warum nur 9 Minuten? Ja, ich spiele ja in den Videos immer eine Runde. Ist aber eigentlich ganz angenehm, das dann anzuschauen. Hat jeder kann die Runde ganz gucken. Kein Zeitstress. Und für längere Runden, ja, ab und zu gibt es ja halt längere Runden, aber das kann man ja nicht vorher wissen, ne? Okay, da haben wir Puls. Hat irgendwas am Fenster gemacht. Und hier sind sie schon wieder im gleichen Raum, wie wir eben auch waren. 10 Sekunden. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Ist das Doc? Das ist nicht Doc, das ist Doc. Entschärfer wurde zurückgeholt. Ah, mal gucken, ob meine Drohne da am Leben bleibt. Ich habe den Entschärfer diesmal. Na toll. Naja, vielleicht nicht sterben einfach. Gehen wir nochmal runter. Ich habe gerade schon mal wieder 3 Kills. Video mit Kills ist besser als Video ohne Kills. Aufpassen. Ah, okay. Der hat einen erwischt mit dem Schild da vorne. Unser Montagne. Hier war nämlich der Puls eben. Macht aber nichts mehr. So, ich kann da vorne wieder hingehen, eine Wand sprengen und dann danach gleich die Bombe legen, wenn es klappt. Oh, die kam überraschend. Hat mich fast erwischt. Hat mich wirklich fast erwischt. Werfe jetzt deine Blendgranate.
Ach, ich bin ja gar nicht. Ich bin ja jetzt Sledge. Es wird Zeit, wir müssen los. Na ja, geh ich eben hier hin. Leg hier die Bombe. Gib Punkte. Entschärfer ist online und aktiviert. Nur noch ein Gegner übrig. Ein Gegner übrig. Wie belebt. Belebt ja euren Kollegen nicht? Ja, jetzt haben wir es. Makelloser Bonus. War doch schon wieder eine 3-0, ein 3-0 Spiel hier. Die Angreiferrunden ein bisschen lahm. Na gut, ich habe eben noch die Cavera erwischt. Immerhin. Immerhin die. Das heißt, ich habe 4 Abschüsse. 4 Abschüsse, Bombe gelegt. Ein Tod nur. Na, solange man so gewinnt. ich hätte auch mal gerne wieder so eine spannende Runde fürs Video, so, wo es so knapp wird, wo die Gegner vielleicht auch mal gewinnen oder sowas. Aber wie gesagt, das kann man ja vorher nicht wissen. Vielleicht wird das nächste Video ja besser, wer weiß das schon. Aber wenn euch da auch diese Folge heute gefallen haben sollte, könnt ihr trotzdem gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ich würde mich freuen. Und dann sage ich wie immer, ja, ciao, ciao und bis zum nächsten Video. Und schauen wir noch erstmal kurz, ob wir ein Päckchen kriegen. Nein, es kommt kein Alpha-Päckchen. Deswegen bin ich jetzt hier raus. Also danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Video von Rainbow Six Siege. Ciao, ciao.